herzlich willkommen bei Procast. Der Podcast der ProLife GmbH. Wir nehmen Sie mit auf eine Reise hinter die Kulissen der Finanz- und Versicherungsbranche. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts, dem Procast. Und heute wieder mit einer Interviewfolge mit einem ganz, ganz spannenden Gast. Da freue ich mich sehr, dass er sich Zeit genommen hat, heute für uns mit dabei zu sein. Er war Senior Portfolio Manager, hat mehrere Milliarden Euro für die Kunden verwaltet und ist dann irgendwann tatsächlich aus dem Thema ausgestiegen und hat gesagt, okay, ich möchte finanzielle Intelligenz und Bildung an die breite Masse bringen. Mehrere 10.000 Leute, die ihm online folgen und tausende Leute, die er schon so in die finanzielle Unabhängigkeit gebracht hat. Heute unser Gast, André Stagge. André, schön, dass du da bist. Danke für die Zeit. Hallo Felix, ich freue mich, hier zu sein. Klasse. Und wir werden heute ein schönes Gespräch haben. Wir haben ein paar ganz wichtige Themen, die wir gemeinsam besprechen wollen. Und ich habe vielleicht auch die ein oder andere Frage, die dich aus der Reserve locken wird. Mal schauen, was du da für uns im Petto hast. André, ich würde gerne damit starten mit einer Sache, die in aller Munde ist und die wir ja zwingend mitbekommen, egal ob ich mich für dieses Thema Finanzen oder Börse interessiere oder nicht, die Zinsen. Die sind extrem gestiegen und die EZB und die Fed haben ja jetzt beide erst Ende Juli nochmal einen Zinsschritt hingelegt. Und meine Frage, weil ich da selber auch nicht so sehr im Thema drin bin, war es das? Haben wir jetzt den Peak erreicht oder wird es noch weiter nach oben gehen? Ich glaube, bei der Fed war es das. Wir haben ja den schnellsten Zinszyklus gesehen, den wir jemals hatten. Letztes Jahr sind die Zinsen so stark gestiegen wie noch nie. Und der Markt hatte vor 3 Monaten noch erwartet, dass es auch schon vor 2 Monaten quasi das Ende der Zinserhebung war. Dann kamen noch 2 weitere Schritte, den letzten hast du gerade beschrieben. Ich denke aber, jetzt sind die Notenbanker in den USA durch. Es gibt die sogenannte Terminal Rate. Das ist also das, was der maximale Zinssatz sein sollte. Da sind wir momentan bei 5,5% genau drauf. Und es ist relativ unwahrscheinlich, dass wir nochmal einen Schritt sehen. Bei der nächsten Sitzung im September sind knapp 10% eingepreist, bis Ende des Jahres knapp 30%, dass wir nochmal diesen Zinsschritt nach oben sehen. Ich glaube aber, dass die Notenbanker durch sind und im März nächsten Jahres die Zinsen auch fallen. Für die Eurozone erwarte ich noch einen Schritt. Die spannende Frage wird natürlich, und das können wir wirklich noch nicht absehen, was passiert mit dieser Transmission? Also was ist denn eigentlich die Konsequenz aus diesen ganzen steigenden Zinsen? Denn ich glaube, da ist der Markt momentan noch falsch gepreist. Denn ich glaube, da wird es noch einige Verwerfungen geben, wo die Notenbanker dann spätestens im nächsten Jahr auch nicht mehr an der Zinsschraube nach oben drehen können, selbst wenn die Inflation hartnäckig bleibt. Und ich bin mir ziemlich sicher, das wird sie bleiben. Und was denkst du, werden wir dann eher so ein stagnierendes Zinsniveau haben? Oder es gibt ja manche Experten, die dann auch sagen, nee, wir werden dann wieder relativ rasch nach unten gehen, um dann wieder eine zweite Erhöhungswelle zu sehen. Was ist da deine Einschätzung? Genau, das ist so dieses klassische Szenario aus den 70er Jahren, wo wir schon mal eine ähnliche Inflationswelle 1 hatten, wo der Aktienmarkt auf 50% korrigiert hatte. Letztes Jahr ging es ja mit Aktien und Anleihen auch deutlich nach unten. Dann ist die Inflation zurückgekommen und dann ist sie wieder hochgeschossen. Und die Notenbanker wissen natürlich um dieses Szenario der 70er Jahre. Das heißt, sie werden das vermeiden, die Zinsen schnell zu lockern. Das hatte der Markt ja schon vor einem halben Jahr gefordert, hat sich jetzt auch ein bisschen wieder nivelliert. Ich vermute, dass wir relativ lange auf einem Zinsplateau bleiben werden. Was, denke ich, für jeden da draußen klar ist, dass wir diese alte Zinswelt bei Null- oder Negativzinsen, das werden wir nie wieder sehen in unserem Leben, zum Glück. Denn das war ökonomisch auch nicht sinnvoll. Sondern Zinsen werden hoch bleiben. Und die spannende Frage ist natürlich, wenn wir in eine größere Rezession reinlaufen, was ja auch weitestgehend schon von den Märkten ausgepreist wurde, was ich auch noch nicht ganz nachvollziehen kann, weil diese Rezessionsrisiken sehr, sehr groß sind, nicht nur in Europa, sondern auch in den USA. Was passiert denn, wenn wir eben in der Rezession sind und die Inflation trotzdem hartnäckig bleibt? Denn wir haben steigende Lebensmittelpreise, wir haben steigende Energiepreise und wir haben vor allen Dingen auch strukturelle Inflation. Deswegen glaube ich eher an das Zinsplateau, sicherlich nicht bei 5,5%, sondern vielleicht zwischen 4 und 5. Aber selbst das ist natürlich ein ganz anderes Zinsniveau als vor noch 2, 3 Jahren, wo wir bei Null oder sogar Negativzinsen standen. Das ist ein guter Punkt, den du ansprichst, André, weil dieses Thema Negativzinsen, das hat ja jeder irgendwie mitbekommen. Also ich kann mich noch damals erinnern, irgendwann hat meine Sparkasse mir geschrieben, also wir müssen jetzt das durchgeben. Das waren jetzt keine Riesenbeträge, aber am Ende des Quartals sind halt dann irgendwie 5 Euro oder so abgezogen worden. Dann wurden die Negativzinsen, die wurden ja 1:1 an den Kunden weitergegeben. Wenn ich jetzt auf mein Freudscher Versprecher, wenn ich jetzt auf mein Tagesgeldkonto oder Girokonto gucke, also eine positive Verzinsung kriege ich nicht. Die negative, die wurde jetzt ad acta gelegt, okay.
Und auch so, wenn ich mich ein bisschen umschaue, hier vor unserer Firma, da ist ein großes Plakat. Bei uns gibt es hochprozentiges 2,3% Zinsen und dann in kleinen unten nur für 6 Monate und maximal bis 50.000 Euro. Ich will darauf raus, der Sparer, der kriegt ja 1:1 diese Zinserhöhungen aktuell nicht weitergereicht. Erste Frage, wieso ist das so und ändert sich das noch? Das wird sich in Deutschland garantiert nicht ändern. Man spricht ja von der sogenannten Zinsmarge der Bank. Also die Bank kriegt natürlich die Kapitalmarktzinsen. Und da stehen wir mittlerweile bei kurzlaufenden Zinsen in Deutschland bei 3,6%, in den USA 5,5%. Und dann ist halt die Frage von dieser Zinsmarge, also die Bank kann an den Kapitalmarkt gehen, das Geld der Sparer quasi weiterleiten, in relativ sicheren Staatsanleihen anlegen für, sagen wir in Deutschland, 3,6%. Wie viel gibst du weiter? Und diese 2%, die du gerade vom Plakat beschrieben hast, die sind dann schon sehr großzügig. Bei vielen Kunden ist es eher noch darunter. Ist ein Riesenthema, weil natürlich die Bank auch ein Risiko hat, weil du gibst der Bank quasi ein zinsfreies Darlehen. Und wenn die Bank über die Wupper springt, und das haben wir ja im März gesehen, gerade auch mit der Credit Suisse oder auch in den USA, hast du auch ein Problem, an dein Geld zu kommen. Einlagensicherung hin oder her. Und deswegen sind es zwei Punkte. Das eine ist, den Banken in Europa geht es unglaublich schlecht, trotz dieser hohen Zinsmargen. Wir hatten ja gerade auch die Steuererhöhung in Italien auf das Bankgeschäft mit dem Mehrgewinn. Und die Banken kommen einfach nicht mehr auf den grünen Zweig, wegen Digitalisierung verpennt. Und wegen eben auch Kreditausfällen, die in den nächsten Wochen und Monaten massiv auch in die Bankbilanzen reinschlagen werden. Wir haben den größten Anstieg an Insolvenzen in Europa und in den USA seit mittlerweile 15 Jahren, seit Lehman Brothers. Ist halt auch ein Thema, was noch gar nicht groß in der deutschen Presse ist. Ja. Deswegen muss die Bank ja irgendwo Gewinne machen. Das kann sie A, im Provisionsgeschäft, indem sie überteuerte Fonds und andere Produkte verkauft, oder eben in diesem Zinsmargengeschäft, wo sie einfach dann die Kredite quasi sehr teuer gibt, weil wenn du jetzt ein Häusle baust und eine Finanzierung, dann sind die Zinsen schon sehr, sehr schnell mitgestiegen. Da haben sie sich also doch am Kapitalmarktzins orientiert, aber für die Sparer wird sich wenig tun. Warum? Weil die Sparer halt träge und faul sind, und deswegen ist mir Finanzbildung so wichtig, und deswegen finde ich es halt auch toll, dass ihr von der ProLife da so einen guten Job macht und natürlich den Podcast habt und das YouTube habt und die Leute auch einfach wachrütteln wollt, weil jeder kann diese 3,6% bekommen. Er braucht ein Depot, kauft dann deutsche Staatsanleihen, genauso wie die Bank das auch macht, und niemand ist auf diese Bank angewiesen. Aber wir haben es in Deutschland leider nie gelernt, und deswegen gibt es, sag ich mal, 9 von 10 Sparern, die einfach da nicht das Maximale aus dem Kapitalmarkt rausholen, obwohl es wirklich nur 5 Minuten Arbeit sind. Ja, da haben wir vorhin im Vorfeld schon mal drüber gesprochen, André. Du hast noch ein tolles Angebot für alle unsere Zuschauer und Zuhörer. Das werden wir dann am Ende der Folge platzieren, also unbedingt bis zum Schluss mit dranbleiben. Jetzt hast du schon gesagt, also das ist möglich, auch für den normalen Sparer, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, sich diesen jetzt doch deutlich höheren Zinsen zu bedienen bei einem relativ überschaubaren Risiko. Jetzt frage ich mich auch immer, wie sollte denn der optimale Sparer im Jahr 2023 aufgestellt sein? Weil wenn ich mir jetzt den Verlauf des DAX anschaue, gut, der ist übers Jahr doch deutlich gestiegen, aber da waren auch immer sehr, sehr viele, also die Volatilität war relativ hoch. Und jetzt jemand, der sehr risikoavers ist, der sagt, boah, nee, also ich pack's jetzt unter das Kopfkissen und sei es drum. Aber das kann ja auch nicht das Gelbe vom Ei sein bei 7-8% Inflation, die wir immer noch haben. Absolut. Also unter das Kopfkissen geht schon mal gar nicht, weil wenn du es in kurzfristige Anleihen packst, und wie gesagt, da habe ich ein Seminar gemacht, wo sich die Teilnehmer kostenfrei anmelden können, ohne irgendwie was zu hinterlegen, einfach anklicken und anschauen, wie das auch wirklich funktioniert, da kriegst du diese 3,6%. Und das ist für jeden einfach Pflicht in Deutschland, das ist Bürgerpflicht. Weil dann hast du zumindest volle Sicherheit und 3,6%. Das ist real noch negativ, das stimmt. Wenn man sich die Inflationserwartungen anguckt, der EZB und auch der Märkte, in 2 Jahren sind wir da wieder unter 3%. Deutlich sogar. Mal schauen, ob das so kommt. In den USA gibt es sogar positive Realzinsen. Also kriegst du mit den Anleihen schon mehr als die Inflation. Also das wäre eine Möglichkeit, aber sicherlich nicht die beste. Ich denke auch, du solltest Kapitalmärkte im Aktiensegment einstreuen. Du hast recht, Aktienmärkte schwanken. Letztes Jahr ging es ja massiv nach unten, das haben ja viele auch schon vergessen. Dieses Jahr war der Aktienmarkt für meine Begriffe noch relativ ruhig. Ja, es gab immer mal die 6-8% nach unten, gerade im März mit der Bankenpleite. Das war schon deutlich volatil. Da hat die Notenbank uns mal wieder gerettet. Ich glaube, für die Zukunft wird das eher schwer. Bis Jahresende kann man in Aktien noch drin bleiben. Nächstes Jahr, 2024, bin ich sehr negativ für das Aktienmarktbild aufgrund von verschiedenen Parametern. Ich glaube, dass gerade das Zinsthema, was wir angerissen haben, da auch schon dann an die Märkte nochmal weitergegeben wird, und diese ganzen Refinanzierungen, die anstehen, die wirklich im Milliardenbereich sind für Staaten, für Unternehmen, für Banken, aber auch für private Konsumenten. Wir haben die höchste Kreditkartenschuld aller Zeiten, und das muss alles revolviert werden, und diese günstigen Zinsen, die man sich vor 3, 4, 5 Jahren eingeloggt hat, die gibt es nicht mehr. Und ich glaube, da wird es einige ganz schön auf der falschen Seite erwischen. Das heißt, fürs nächste Jahr sehe ich den Markt auch eher mit Anleihen.
als gutes Investment. Es müssen ja nicht mehr 10, 20 oder 30 Jahre Laufzeit sein, wo du auch Zinsänderungsrisiken hast, sondern was ich zum Beispiel auch in diesem Trainingsvideo dann bespreche, sind Fremdwährungsanleihen. Wenn du nach Brasilien gehst, wenn du nach Mexiko gehst, 12, 13, 14% Währungen, die massiv aufwerten. In Brasilien zum Beispiel positive Realrendite, also nominale Verzinsung minus Inflation bei fast 10%. Also wenn du in Brasilien Geld anlegst, dann ist es nicht nach Inflation weniger, sondern dann ist es 10% mehr. Und davon können eben auch private Investoren, wenn sie ein Online-Depot haben, was ja heute auch relativ leicht und günstig ist, profitieren. Was ich auch mag, Inflation Expectations, also ein Anstieg der Inflationserwartung. Und dann vielleicht ab 2025, da kann man sich auch mal wieder in Aktien reintrauen. Aber mit den Bewertungen, die wir aktuell sehen, ist der Aktienmarkt nicht wie die letzten 15 Jahre für mich ein Buy and Hold, sondern ich denke eher, dass es da auch nochmal gerade im nächsten Jahr sehr, sehr schwierig wird. Das ist aber auch gut, weil Märkte, die immer nur steigen, und das war ja auch das, was die Notenbanken uns irgendwie einreden wollen, es geht immer nur nach oben mit Risikoassets, Immobilien, Aktien und auch Anleihen. Das funktioniert nicht, sondern es muss mal wieder so einen kleinen Washout geben, sagen wir im Fondsmanagement mal so eine Bereinigung der Märkte. Und da können sich für Investoren gute Chancen ergeben, aber gerade wenn man vorsichtig ist, erstmal mehr in Anleihen. Und es muss ja auch nicht alles in Aktien sein, sondern nur eine gute Mischung. Und das Schlimmste, was man machen kann, ist gar nichts oder alles in die Lebensversicherung stecken, das ist ja dein Thema, oder in den Bausparvertrag oder in den aktiven Fonds. Wie gesagt, ich habe 10 Jahre Fonds gemanagt, 2,5 Milliarden. Und ich stelle mich hier hin und sage öffentlich, mach keinen aktiven Fonds. Nicht, weil die Kollegen und Kolleginnen das nicht können, sondern weil die Regulierung viel zu groß ist, die Kostenstrukturen viel zu teuer. Und es lohnt sich nicht. Und du kannst mit ganz einfachen Tricks und Kniffen wirklich tolle Renditen im Bereich 10-15% am Kapitalmarkt machen. Du darfst es halt nur einmal lernen und dafür ist eben dieses Geschenk am Ende noch da, wenn du das möchtest, kriegst du da eine Stunde wirklich ein topnettes Seminar mit tollen Tricks. Und es gibt diese Möglichkeiten und die muss man einfach nutzen. Wenn man klare Strategien hat, ist es, glaube ich, ganz einfach. Und da ist jeder eben aufgefordert als Bürgerpflicht, sich damit auseinanderzusetzen, weil die Bank, die Versicherung, die wird dir da nicht helfen, sondern du bist da dein eigener bester Fondsmanager. Das finde ich gut mit der Bürgerpflicht, das werde ich jetzt mal übernehmen. Ja, also das, man merkt jetzt schon, du bist da wirklich tief drin, eine Riesenexpertise. Also da ist so ein bisschen mein schwacher Punkt bei dem, beim Aktienmarkt und beim Anleihemarkt, da bin ich nicht ganz so fit. Aber umso wichtiger ist es, sich dann mit Leuten wie dich und mit deinem Team sich auseinanderzusetzen. Und da knüpft auch meine nächste Frage an, André, weil also für mich hört sich, ich kann das alles nachvollziehen, ich verstehe das auch, aber für mich hört sich das extrem aufwendig an. So, wenn ich mir jetzt überlege, boah, die Zeit, die ich dann habe, da noch reinzustecken, und das werden ja Stunden sein, die ich da entsprechend hier irgendwie erstmal reinstecken muss, um überhaupt zu verstehen, wie funktioniert der Markt, wie kann ich das abbilden, ist das wirklich für jedermann gedacht oder ist das wirklich für Leute, wo man sagt, hey, also da muss schon richtig viel Geld auf der Seite sein und der muss dann auch richtig viel Zeit haben, weil sonst brauchst du dir mit dem Thema überhaupt gar keine Gedanken machen. Das ist immer so ein klassisches Bild, was man als Fondsmanager ja auch beim Kunden immer gerne zeichnet. Die Kapitalmärkte sind so schwer und du musst jeden Fed-Speaker kennen und genau wissen, was die EZB macht. Ich gebe dir ein einfaches Beispiel. Den DAX, den Deutschen Aktienindex, den gibt es jetzt offiziell seit 1988 und mit Rückrechnungen über den FAZ-Index so bis in die 60er Jahre rein. Und was du machen kannst, im DAX gerade und ungerade Jahre voneinander trennen. Und erstelle mal, dass man ab der vielleicht zweiten Klasse den Unterschied zwischen geraden und ungeraden Jahren kennt. Dieses Jahr ja ein ungerades Jahr, nächstes Jahr logischerweise ein gerades Jahr. Und ich wage auch zu sagen, 25 wird dann wieder ein ungerades Jahr. Und wenn man das zum Beispiel macht und die Renditen sich anschaut, nur zwischen geraden und ungeraden Jahren, und sowas habe ich halt in diesem Training auch besprochen, dann kommst du darauf, in geraden Jahren macht der DAX einen Verlust. In geraden Jahren verliert der DAX im Durchschnitt, wenn man sich also nur die Performance anguckt, alles andere ausblendet, von knapp 2%. Das heißt, wer in geraden Jahren im DAX investiert, hat de facto Geld verloren. Inflation nochmal außen vor, weil die kommt ja nochmal on top. Wer jetzt nur in ungeraden Jahren Geld anlegt, also wie 21, wie 19 oder auch wie 23, der hat im Durchschnitt seit den 60er Jahren mit diesen Rückrechnungen knapp 20% Rendite gemacht. 18,91, aber aufrunden klingt 20% natürlich besser. Und jetzt ist eine ganz einfache Idee, wenn du halt als Investor gerade Jahre ausblendest, vielleicht in Anleihen gehst, in Gold gehst oder dein Geld einfach ausgibst und in ungeraden Jahren zum Beispiel in den DAX investierst, kannst du halt einen ganz einfachen Vorteil bekommen. Und das sind sogenannte Kapitalmarktanomalien. Das ist das, was ich in diesem Training auch kostenfrei beschreibe. Das ist das, was ich meine Ausbildung zum Portfoliomanager mache. Und das ist das, wo ich auch annehme, dass die meisten da draußen das können. Weil natürlich kann man die Börse unendlich schwierig und komplex machen. Und manchmal ist das auch gut, aber am Ende hat Einstein gesagt, mache die Dinge so einfach wie möglich, aber nicht einfacher. Und wenn du eben bereit bist, bestimmte Schwankungen am Markt auszuhalten und wenn du eben so ganz einfache Anomalien nutzt, wie gerade und ungerade Jahre, kannst du eben einen deutlichen Renditeunterschied machen.
Und dass es klappt, ist immer das eine, aber wir Menschen, wir wollen auch immer wissen sofort, warum. Ja, das ist so typisch in uns. Es reicht nicht, dass es funktioniert, sondern wir wollen auch wissen, warum. Und der Grund ist auch ganz einfach, das liegt sehr stark am US-Präsidentschaftswahlzyklus. Da ist es ja nicht so mit Misstrauensruhm und irgendwelche Vorwahlen und so. Es findet alle 4 Jahre die US-Wahl statt. Und es ist eben klar, dass halt zum Beispiel in einem Vorwahljahr, wo wir aktuell sind, die Regierung Biden momentan sehr viel dafür tut, um die Konjunktur, die Wirtschaft, den Arbeitsmarkt zu unterstützen. Während ein Wahljahr nächstes Jahr, 2024, eher von hoher Unsicherheit geprägt sein wird. Und Donald Trump wird wahrscheinlich antreten gegen Joe Biden. Das wird natürlich, wenn dann im November die Wahl ist, im Vorfeld sehr viel Unsicherheit bringen und die Kapitalmärkte auch nicht wirklich erfreuen. Und ja, ich gebe dir recht, man darf es schwer machen, man kann es auch schwer machen, aber es ist nicht nötig. Deswegen unterstelle ich, wer sich wirklich gut ausgebildet hat zum Thema, mit einer Stunde Zeitaufwand im Monat kannst du deine Finanzen wirklich gut regeln. Und dabei auch großes Kompliment an euch. Das ist ja auch, Menschen denken immer, oh Gott, eine Lebensversicherung, die kann ich nie auflösen, das ist zu komplex, das ist zu schwierig. Da bin ich damals reinberaten worden, ich will das gar nicht. Und ich habe ja auch viele Teilnehmer aus meiner Community, ich habe ja selbst euren Service auch in Anspruch genommen, bin da sehr zufrieden, wie leicht es eben sein kann, über die Leute, die sich auskennen, was zu lernen und dann eben auch eben ja so ein Angebot zu bekommen. Und so ist es eben am Kapitalmarkt auch, wenn du dich auskennst, wenn du eben nicht nur blind Beratern vertraust, sondern wenn du dir unabhängig deine Meinung bildest, kannst du mit so ganz einfachen Ideen wie geraden und ungeraden Jahren wirklich schon tolle Renditen erzielen. Das ist doch schon mal ein heißer Tipp, den wir heute bekommen haben. Also dafür hat es sich ja schon gelohnt, reinzuhören. Jetzt muss ich aber nochmal auf ein Thema zurückkommen, das du vorhin angesprochen hast, André. Das ist jetzt mein Bauchgefühl so ein bisschen. Also wir beschäftigen uns ja auch viel mit volkswirtschaftlichen Daten, mit konjunkturellen Daten. Wie ist unser Land aufgestellt? Wie sind die Sparer aufgestellt? Was passiert mit den Reallöhnen und so? Und also irgendwie kommt mir das so vor, als würde der DAX jetzt, der das ja im gesamten abbilde, aber der Aktienmarkt an sich, der kennt nur eine Richtung, immer noch. So, obwohl wir wirklich jetzt mittlerweile in einer handfesten Krise drin sind. Also man muss ja sich das mal auf der Zunge zergehen lassen. Irgendwie das einzige hochentwickelte Land auf der Welt, das aktuell eine Rezession ist. Und ich meine, wir tun ja auch ja einiges dafür, dass es in Zukunft jetzt erstmal nicht anders wird. So, und auf der anderen Seite sehe ich dann immer den Verlauf vom Indiz und denke mir so, ist der abgekopselt davon? Ist das überhaupt noch real? Was sagst du dazu? Also für mich ist das so ein bisschen so eine Scheinwelt irgendwie. Also der Preis ist das, was gilt. Das heißt, wenn der DAX bei 16.000 steht, dann ist da Angebot und Nachfrage momentan zufrieden, ganz egal, wie die wirtschaftliche Perspektive ist. Deutschland ist noch die 4. Volkswirtschaft der Welt. Das wird sich ändern, nicht nach oben, sondern nach unten. Und das ist häufig so, was ich im Fondsmanagement auch wahrgenommen habe und weswegen ich halt auch so Strategien einfach liebe, wie gerade und ungerade Jahre, aber auch vieles mehr, dass die Märkte sehr lange irrational sein können. Und ein großer Ökonom und großer Börsianer, John Maynard Keynes, der hat schon in den 20er Jahren gesagt, die Märkte können halt länger irrational sein, als du Geld hast. Deswegen gibt es diese Irrationalitäten immer wieder und ich bin bei dir, fundamental spricht sicherlich die nächsten 3 Jahre nicht besonders viel für unseren deutschen Aktienmarkt, sondern es sind Emerging Markets spannender. China kann man machen, Indien, aber auch viel Lateinamerika. Trotzdem fließt halt Geld noch rein. Und ich gebe dir ein schönes Beispiel, was ich auch jahrelang nicht verstanden habe und wo dann meine fundamentale Meinung auch richtig war, aber ich in diesem Prozess auch viel Geld verloren habe, ganz ehrlich. Ich habe halt nicht verstanden, dass Zinsen negativ sein können. Und wir hatten ja 2011 noch die Peripheriekrise, Portugal, Spanien, Griechenland, Renditen 8, 9, 10% in der Peripherie. Und von da an sind ja ab 2011 die Renditen in der Eurozone nur noch gefallen. Und wir hatten eine lange Zeit, auch ich glaube 5 Jahre im Schnitt, Bundesrenditen negativ im kurzfristigen Bereich. Das heißt, du hast als Staat Geld verliehen und musstest weniger Geld zurückzahlen. Also völlige Idiotie. Und makroökonomisch denkt man sich auch, das kann doch wohl nicht wahr sein. Und große Ökonomen drehen sich im Grab um. Meine Professoren an der Uni haben es sicherlich auch nicht verstanden. Und es war de facto 100% klar, dass das kein dauerhafter Zustand ist. Mittlerweile sind die Renditen ja deutlich angestiegen. Wir haben die Kursverluste bei den Anleihen entsprechend gesehen. Und trotzdem war es so, hättest du diese Idee gehabt vor 5 Jahren, vor 4 Jahren, vor 3 Jahren, du wärst immer falsch gewesen, weil die Renditen einfach weiter entsprechend dann gefallen sind, weil eben Kapital reingeflossen ist. Und dann kam der Corona-Crash, dann gab es quasi nochmal so einen richtigen Washout. Dann tat es nochmal so richtig weh. Was will ich damit sagen? Das Timing an den Märkten ist entscheidend. Eine gute Meinung zu haben ist wichtig, aber das reicht nicht, sondern du brauchst eine klare Strategie. Und mit dieser einfachen Strategie, die wir eben schon benannt haben, gerade und ungerade Jahre, es ist halt schwierig, sich in ungeraden Jahren gegen den DAX zu stellen. Es fühlt sich teuer an, es steigt immer weiter. Aber wenn du eine klare Strategie hast, dann ist es einfach. Oder eine andere Strategie, die ich dir geben kann, eine 200-Tage-Linie. Du nimmst einfach einen Durchschnitt von 200 Tagen, klappt erstaunlich gut. Und wenn diese 200 Tage in deine Richtung zeigen, vielleicht weil du fundamental negativ bist,
nach unten im nächsten Jahr der DAX runtergeht, dann würde ich auch Aktien verkaufen oder sogar auf fallende Kurse setzen. Und man sollte sich nicht gegen die Trends stellen. Und ich bin völlig bei dir. Makroökonomisch gibt es so viele Gründe. Und natürlich sucht man auch immer eher nach dem Negativen. So ist der Mensch halt verdrahtet. Trotzdem, das Geld fließt noch rein. Das ist einfach so. Und die Bewertungen auch im DAX sind im Vergleich zu den USA nicht besonders teuer. Wir waren halt lange sehr, sehr günstig. Es hat sich auch ein bisschen geändert. Wir haben halt auch das ein oder andere Unternehmen, was nicht schlecht arbeitet, viel auch im Ausland macht natürlich. Die deutsche Wirtschaft und gerade der DAX, nicht so sehr der Mittelstand, aber gerade der DAX profitiert extrem von Asien und vom globalen Geschäft. Und deswegen kann der DAX sich noch ganz gut halten. Aber klar, diese Themen sind vorhanden. Und ich meine, wenn der Linde vor 6 Monaten den DAX verlässt, das größte deutsche Unternehmen damals und jetzt ist es die SAP, dann zeigt das ja auch schon was. Also nochmal zusammengefasst, ich bin bei dir, eine Meinung ist wichtig, aber ich würde es immer mit einer Strategie kombinieren. Und nur weil es keinen Sinn macht an der Börse oder sonst wo im Leben, heißt es nicht, dass es sich sofort ändern muss. Ja, da hast du vollkommen recht. Also der Satz, den du vorhin gesagt hast, man redet sich das dann natürlich auch ein bisschen schlechter, wie es vielleicht auch ist. Also vielleicht müssen wir uns da auch alle selber an die eigene Nase packen. Und vielleicht ist es gar nicht so wild, wie wir uns das dann an der einen oder anderen Stelle immer vorstellen. Vielleicht sind die Unternehmen fundamental gesund und können mit der Situation viel besser umgehen, wie wir das als einzelne Personen vielleicht können oder wahrnehmen, weil wir uns das Große und Ganze gar nicht vorstellen können. Also das kann durchaus sein. Jetzt haben wir ja in Deutschland die Situation, ich nenne es jetzt nicht Problem, sondern einfach Situation, dass wir nicht aktienaffin sind und auch so mit dem Aktienmarkt an sich ja wenig zu tun haben und natürlich auch durch so Sachen wie die Dotcom-Blase, Telekom damals und so weiter und so fort ein bisschen geschädigt sind, während hingegen ja in Amerika das gang und gäbe ist. Du zum Beispiel, André, du klärst darüber auf, du referierst darüber, du erreichst sehr, sehr viele Leute. Was ist dein Gefühl? Glaubst du, das ändert sich gerade in der Generation, so meine Generation oder auch noch die Generation, die nach mir kommt? Wird das ein Thema werden in Zukunft oder glaubst du, dass es immer noch eine Randerscheinung bleiben wird? Eine gute Frage. Ich sehe die Tendenz, dass es sich zum Glück ein Stück weit ändert, gerade bei den jüngeren Menschen, die eben verstehen, dass Kapital auch arbeiten darf. Es hat sicherlich einen großen Effekt auch gehabt mit dieser langen Negativzinsphase, weil wenn du dann Verwahrentgelte bezahlst oder eben zu Deutsch Negativzinsen, dann bist du halt schon aufgefordert, auch Alternativen dir zu suchen. Wir haben natürlich über den Bitcoin-Hype auch extrem viele Menschen an den Kapitalmarkt gebracht. Es müssen ja nicht immer nur Aktien sein, es können auch Anleihen, Rohstoffe, Währungen oder auch Kryptos sein. Und die junge Generation ist da einfach auch digital affiner vielleicht als die Generation davor, die eben auch einige schwere Schläge erlitten hat. Mit der Dotcom-Bubble, mit der entsprechenden Lehman-Krise. Die Generation, die jetzt so am Aktienmarkt ist, vielleicht 10 Jahre Investmenterfahrung hat, die hat halt immer nur kleinere Krisen gesehen, wie die Corona-Krise, die natürlich auch sehr schwer war, aber im Chart sehr schnell einen V nach oben gemacht hat. Deswegen ja, es steigt an. Wir hatten früher so 5-6% der Anleger in direkten Investments, die in Deutschland Aktien gekauft haben. Jetzt sind wir so bei 7-8%, wenn man die ganzen Fonds-Sparprodukte heißt es, ganz schlimmes Wort, mit reinnimmt, sind wir so bei 13-14%. Die Amerikaner sind so knapp bei 50, Skandinavien ist auch so im Bereich 30, selbst Südeuropa ist so im Bereich von 20. Es gibt nur ein Land in Europa, was weniger Aktionäre hat als wir, das ist Österreich, also da auch einen schönen Grüßen, was schade ist. Und ja, es ändert sich langsam und ich habe aber auch Angst, dass wenn halt mal eine große Krise wieder kommt und die ist eigentlich überfällig, auch rein zeitlich, dass wir dann viele Aktionäre wieder verlieren. Also auch in der Dotcom-Bubble hat man natürlich einen extremen Hype. Der Taxifahrer hat von Aktien gesprochen. Und das ist eigentlich schade, weil der Aktienmarkt steht uns allen zur Verfügung, langfristig oder generell der Kapitalmarkt. Und da was beizumischen und was reinzustreuen, ist super wichtig. Und eine große Tendenz, weil ich auch für den Marktausblick gerade recherchiert habe, die sehr, sehr positiv ist, die meisten da draußen, die jetzt investieren, die gehen eben nicht mehr über teure Produkte. Bei dir dann eben nicht mehr über die teure Lebensversicherung, wo die Gesellschaft alles macht, sondern die haben dann wirklich eigene Produkte, wo sie dann nur den Versicherungsschutz rauskaufen oder bei mir im Bereich, die gehen nicht über den aktiven Fonds, sondern dann nur über den ETF, also über das direkte Anlagevehikel. Da tut sich schon was und ich glaube, diese Tendenz bleibt uns erhalten und das ist positiv, weil das, was du immer beachten solltest, wenn du am Kapitalmarkt bist oder generell irgendwo am Markt, immer die Kosten gering halten. Und das sehen wir schon, diese Kostensensitivität, die ist halt nochmal eine ganz andere, auch durch soziale Medien, auch durch Ausbildung, als vor 10 Jahren, wo du einfach nur in die Bank gegangen bist, ein Produkt bekommen hast und dann zufrieden warst. Das hat sich deutlich geändert und dass die junge Generation auch nochmal deutlich fitter als die Generation vielleicht 50 plus. Ja, das ist, da kann ich eine kleine Anekdote dazu erzählen. Und zwar, das weiß ich noch, das war im Studium, das muss jetzt so 12, 13 Jahre her sein oder so. Und damals hatte ich, ich habe ja auch im Bachelor dann BWL studiert und ja, da musstest du natürlich Aktien haben, ja, war en vogue.
So, ich habe mich damals entschieden, Lufthansa-Aktien zu kaufen. Die habe ich immer noch im Portfolio, weil die so schlecht sich performt haben, dass ich die jetzt nicht verkaufen kann. Naja, aber ich weiß, dass ich damals für den Kauf, und ich habe, glaube ich, für, lass mich nicht lügen, aber es waren irgendwie vielleicht 600, 700 € oder so, habe ich 9,99 € gezahlt für den Kauf dieser Aktien. So, und das habe ich damals noch nicht gecheckt, weil ich habe das gekauft und da habe ich mein Portfolio angeschaut und da stand da gleich irgendwie minus 2,5%. Und so, was ist denn jetzt passiert? Ja klar, das waren die Kosten, die da jetzt dann schon direkt abgezogen worden sind. Und da hat sich schon einiges getan. Also da, das merke ich auch. Da gibt es jetzt wirklich viele, viele Möglichkeiten, wo man sehr, sehr kostengünstig investieren kann. Ne? Absolut. Also ich habe meine ersten Aktien Mannesmann 1996 bei der Sparkasse gekauft und ich habe 1000 Mark reingesteckt. Und da waren direkt mal 50 Mark weg, also 5%. Die Aktien haben sich trotzdem sehr gut entwickelt und die Aktie hat sich verfünffacht. Aber das hast du heute ja überhaupt nicht mehr. Also ich kann sagen, wenn du wirklich über die klassischen Online-Broker handelst, Interactive Brokers, DEGIRO, aber auch viele deutsche Pendants, du kannst, wenn du für 10.000 € kaufst, kannst du vielleicht mit 5 € Kosten oder teilweise 1 € Kosten rechnen oder Wahnsinn. ganz, ganz ohne Kosten handeln. Also da hat sich extrem viel geändert und das ist natürlich sehr positiv für den Anleger, weil man dadurch eben direkten Zugang hat und das für sehr, sehr faire Preise. Ja, das stimmt. Da hat sich schon einiges getan. Das war, lag ja auch viel an der Digitalisierung. Wenn wir da dran sind, bei dem Thema Digitalisierung, noch ganz kurz der Einwurf. Denkst du, KI hat einen Einfluss auf die Investitionsmöglichkeiten und auch die Strategien, die es in dem Markt geben wird? Also Strategien denke ich weniger, weil das Thema KI oder automatische Anlage eigentlich schon seit 30 Jahren an der Börse ist. Also es gibt schon sehr viele Algorithmen, was natürlich ein Riesenhype-Thema jetzt der letzten 6 Monate war und auch ein Grund für diesen starken Anstieg, gerade bei Technologieaktien in den USA. Die Nvidia ist ja so ein Klassiker, den man da nennt, ist natürlich das Thema KI-Hype. Was ich gesehen habe, ganz spannend über Bloomberg, ich habe ein eigenes Bloomberg-Terminal für 70.000 Dollar. Braucht man natürlich auch nicht, aber als Portfolio-Manager freut man sich dann über so eine 2-Jahres-Lizenz. Ist die Produktivitätssteigerung in der US-Wirtschaft. Und man sagt ja immer, KI, AI, das wird die Produktivität durch die Decke bringen. Und man hat tatsächlich Effekte, ganz klar, durch Digitalisierung und durch Automatisierung erzielt. Aber die sind im Bereich auf die Volkswirtschaft gerechnet von 3, 4, 5%. Und der Aktienmarkt hat ja eher so 15, 20% hier schon vorweggenommen. Das heißt, ja, es ist ein Riesenthema, damals wie Dotcom auch. Es wird unser aller Leben entscheidend verändern. Wir werden ganz, ganz tolle Investmentmöglichkeiten bekommen. Aber so wie das Internet auch, es wird dann unsere Normalität. Und es ist halt die Frage, zu welchem Preis. Und du kannst klassische KI nicht unbedingt so gut kapitalisieren, wie das Internet auch. Klar, du kannst eine Menge Geschäftsmodelle drauf aufbauen, aber du kannst jetzt nicht das Internet verkaufen, so wie du eben auch ChatGPT zum Beispiel als Klassiker da kostenfrei oder kostengünstig bekommst. Und deswegen, ja, es ist ein Riesenthema. Es wird die Märkte wahrscheinlich auch noch ein paar Monate am Leben halten, bis dann eben diese große Korrektur, die ich fürs nächste Jahr sehe, kommt, insbesondere im Sommer rein. Ich denke aber auch, dass da nicht jedes Geschäftsmodell unbedingt die Preise aktuell rechtfertigt. Und es wird unser Leben verändern, aber auch da, ich glaube nicht, dass jeder Preis dafür gerechtfertigt ist. Das ist ein guter Punkt, ja. Also klar, das sind immer so Hypes, die egal bei was immer mal wieder stattfinden, gell? Und dann wird mal auf gut Deutsch eine Sau durchs Dorf getrieben und jeder springt darauf auf. Was ich mich noch daran erinnern kann, war immer der Aktienmarkt, der antizipiert schon viel. Und wenn man dann auf die eigene Idee kommt, ja, dann müsste ich ja jetzt mal einsteigen, dass das dann in der Regel eigentlich immer schon zu spät ist, gell? Das ist so der Klassiker und deswegen mag ich das eben, Strategien zu haben, weil eine Strategie zeigt dir das immer ganz gut an und eine Strategie macht dir das Leben auch leichter. Du hast vorhin ja auch nach der Zeitfrage gefragt. Klar, wenn du jetzt jede KI-Aktie analysierst, jede Bilanz dir anschaust, die technische Analyse machst, den Vorstand irgendwie noch interviewen willst, weiß der Kuckuck, machen Fondsmanager alles, dann hast du den ganzen Tag zu tun. Aber wenn du so eine klassische, einfache Strategie nimmst, wie jetzt meine 3-Daumen-Regel oder jetzt 200-Tage-Linie, was ich schon benannt hatte, oder ungerade und gerade Jahre, kannst du es extrem runterbrechen. Und wenn du das hast, dann ist die Börse auch sehr, sehr leicht. Also ich habe eins gelernt in meinem Leben, mach die Dinge einfach. Und das kannst du an der Börse auch tun. Und wenn du davon überzeugt bist, dass es funktioniert, und ich bin das zutiefst und deswegen bilde ich das auch aus, weil es funktioniert, sonst würde ich das nicht tun und ich habe da genug Referenzen, dann kannst du es dir sehr leicht machen. Aber die meisten lassen sich von allem im Leben abschrecken. Es ist so groß, es ist so schwierig, es ist so schwer. Eigentlich nicht, wenn du einen ganz kleinen Schritt machst, dann kannst du da sehr weit kommen. Und gerade an der Börse gilt das nochmal viel mehr als in anderen Bereichen. Ja. André, zum Schluss hin, du hast uns schon ein paar heiße Tipps ja heute verraten. So. Und wir hatten im Vorfeld ja auch schon mal gesprochen und ich habe es ja schon angekündigt, dass du noch ein kleines Gimmick, sage ich jetzt mal, ein Zusatzgimmick für unsere Hörerinnen und Hörer hast. Und wir machen das auch deswegen, das ist mir auch ganz wichtig, weil wir oder weil ich einfach eine sehr, sehr gute Erfahrung mit dir habe und weil uns eine Sache eint und das ist die sehr, sehr, das sind die sehr, sehr guten Kundenreferenzen,
die du hast. Und das ist meiner Meinung nach eine ganz, ganz wichtige Sache, weil wenn der Verbraucher an sich, wenn der zufrieden ist, wenn der Sachen umsetzen kann, dann ist das für mich das höchste Gütesiegel, das es gibt. Natürlich kann sich jeder Handelsblatt draufdrucken und Top-Experte oder sonst irgendwas, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, das bezahlt man einfach nur so. Aber Kundenreferenzen, die kann man eben sich nicht bezahlen und deswegen ist der André heute auch bei uns zu Gast. Und André, du hast noch was ganz Spezielles mitgenommen. Lass mal hören, was du dabei hast. Genau, da noch kurz die Anekdote von Gesellschaften, haben ja auch immer so 5 Sterne Morningstar und Kapitalrating und so. Das ist hier auch alles nur gekauft. Ja, also da gibt es auch viele Möglichkeiten, das wirklich zu schönen. Was man nicht schön kann, ist natürlich wirklich das ehrliche Kundenfeedback, wie du sagst, über Portale wie Proven Expert, wo ich mittlerweile auch fast 1300 Bewertungen habe. Und was ich gemacht habe vor knapp 3 Wochen, 4 Wochen, ist ein kostenloser Workshop. Der ist nicht öffentlich, sondern der war eben nur auf Einladung zu erreichen. Den Workshop haben wir aufgezeichnet. Über den Link, den du hier bei den Shownotes findest, kannst du die Aufzeichnung angucken. Die wird noch so 2-3 Wochen online sein. Wie gesagt, ist nicht öffentlich erreichbar, ist wirklich ein sehr hochwertiger Workshop. Und all die Themen, die wir jetzt angerissen haben, wie du zum Beispiel in Staatsanleihen investierst und sicher 3,6% bekommst, was der Unterschied zwischen geraden und ungeraden Jahren ist, auch ein Stück weit eben mehr mit Begründung, 3-Daumen-Regel, was vielleicht auch Emerging Markets Anleihen sind, wie du halt 10% aus Mexiko und Brasilien rausziehst und generell, welche Fehler du auch im Investment vermeiden darfst, das ist in einer Stunde sehr stark komprimiert zusammengefasst. Also wenn du Lust und Zeit hast, die nächsten 2-3 Wochen wird dieser Workshop noch online sein. Einfach auf den Link klicken, du brauchst auch keine E-Mail hinterlassen oder ähnliches, sondern mir ist einfach wichtig, ich bin finanziell unabhängig und frei. Mir ist einfach wichtig, dass du auch dahin kommst, gehe viele kleine Schritte, lerne Strategien, wende sie an und dann macht Börse wirklich Spaß, dann ist es interessant und ja, dann können wir alle mehr haben, weil ich finde es faszinierend. Genug Geld ist ja vorhanden, ist es nur schlecht verteilt und wenn wir alle eben diese Möglichkeiten am Kapitalmarkt nutzen, wie zum Beispiel mit der 3,6% sichere Zinsen, dann ist eben die Bank der Verlierer und der private Investor ist der Gewinner. Und ich finde es halt faszinierend, diese Idee, was wäre denn, wenn wir alle das Geld aus dem Kapitalmarkt bekämen und wenn es nur 3-4% mehr sind. Aber ja, man arbeitet dahin und wenn du eben auch dahin kommen möchtest, das Geld mehr für dich arbeitest, dann klick auf den Link, guck dir das an, völlig unverbindlich. Nimm dir einfach mal eine Stunde Zeit und dann verspreche ich dir, da sind mindestens 5 ganz tolle Tipps dabei, wo du mindestens einen sofort umsetzen solltest und dann haben wir hier wirklich einen tollen Mehrwert für dich auch direkt gegeben. Das ist sehr, sehr nett von dir. Dankeschön. Wir verlinken das alles unter dem Video, wenn man das Video jetzt sieht, wenn man uns nur hört. Es ist schade, dass man uns nicht sieht, aber dann hört man uns und dann haben wir das unten in die Shownotes reingepackt. Wie gesagt, 2-3 Wochen wird das Ganze noch online sein. Wenn dann die 2-3 Wochen abgelaufen sind und ihr jetzt vielleicht den Podcast hört, nach Ablauf dieser 2-3 Wochenfrist, dann packen wir da auch nochmal die Kontaktdaten zu André und seinem Team mit rein. Dann kann man sich nochmal an euch wenden und ich bin mir relativ sicher, dass du dann irgendwas Neues im Petto hast, was du zur Verfügung stellen kannst. Ja, zum Schluss hin, du hast eine Sache gesagt, gerade André, die auch ganz wichtig ist, das Thema, wir sind ja Sparweltmeister in Deutschland, also wir legen viel Geld zur Seite, nur wir investieren es halt extrem falsch. Also ich habe letztes Mal auch eine Zusammenfassung gedreht darüber, wie wir investiert sind, Platz 1 Tagesgeld, Platz 2 Festgeld, Platz 3 Lebensversicherung und dann erst bei Platz 4, dann sind es so Investmentfonds, die dann irgendwie mal auftauchen, aber trotzdem sind ein Großteil des Geldes sind wirklich ja sehr, sehr miserabel, muss man wirklich sagen, veranlagt, wenn man überhaupt von Veranlagung sprechen möchte. Also kann ich auch nur wärmstens empfehlen, auf diesem Training, sage ich jetzt mal, auch teilzunehmen, sich das anzuschauen, sich das zu Gemüte zu führen. Es ist immer sehr, sehr interessant. Wir haben ja auch schon viele Sachen gemeinsam gemacht, André. Und selbst ich, ich habe relativ wenig Ahnung oder vielleicht bin ich ein ganz guter Durchschnitt der Bevölkerung, aber ich konnte mir viel mitnehmen und von dem her wärmste Empfehlung unter dem Link hier nochmal drunter. Okay, mit fortgeschrittener Zeit, André, habe ich noch eine letzte Frage an dich und ich bin gespannt, was du dazu sagst. So, jetzt hole ich dich nämlich richtig aus der Reserve. Ende 2023, was glaubst du, wo steht der DAX? Ich denke, dass die nächsten 3 bis 4 Monate relativ entspannt am Kapitalmarkt ablaufen werden. Ich sage pauschal 16.000. Und ich glaube, spannender wird die Prognose fürs nächste Jahr. Da denke ich eher, dass wir den DAX im Bereich 14.000 bis 15.000 sehen, was dann langfristig wahrscheinlich auch mal wieder Anlagemöglichkeiten gibt. Danach kann nichts mehr kommen. Alles klar. Ich danke dir, André, für die Zeit. Danke für die wirklich spannenden Einblicke. Danke auch für das Angebot an unsere Hörerinnen und Hörer. Und das letzte Wort, das gebührt dir. Ja, dann auch großes Dankeschön an dich und alle, die bis jetzt zugehört haben. Im Wesentlichen gibt es ja nur 2 Möglichkeiten im Leben. Das eine ist, du arbeitest permanent für dein Geld. Das haben wir in Deutschland sehr gut gelernt. Das hat uns die Schule beigebracht, das Studium,
die Eltern und die Nachbarn und ja, die Initiative, die du und ich auch haben und wo wir, glaube ich, alle von profitieren, ist, einfach mal sich Gedanken zu machen, wie Geld für uns arbeiten kann. Und das ist nicht schwer, das kostet nicht viel Zeit. Es ist eine Überwindung, die meisten haben Angst davor. Das ist auch so ein typisch deutsches Thema. Angst, 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 the German Angst. Also die Engländer sagen ja auch bewusst Angst. Das ist ein eingedeutschtes Wort in den USA oder auch in England. Und deswegen bitte ich dich, setze dich mit dem Thema auseinander, mit vielen kleinen Schritten. Du kannst langfristig sehr viel erreichen. Überleg dir eine klare Strategie und wende die immer wieder an. Und dann ist der Kapitalmarkt nicht dein Feind, sondern dein Freund. Und dann kannst du eine ganze Menge erreichen. Und wenn du magst, dann nutze einfach die Chancen, weil die sind vielfältig da. Und ich denke, du bist auf einer guten Reise, wenn du das Interview bis hier gehört hast. Dankeschön, André, und bis zum nächsten Mal. Bis zur nächsten Folge ProCast. Der Podcast der ProLife GmbH aus Ingolstadt.